Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich glaube, ich habe als Konkurrenz im Thema JavaScript gerade den AngularJS-Einführungstalk, den ich gerne selber vielleicht auch gesehen hätte, aber das könnte dazu führen, oder könnte der Grund sein, dass nicht so viele JavaScript-Begeisterte gerade hier sitzen, weil der Rest halt da sitzt. Ist aber eh noch nicht fertig, Angular 2, also braucht man sich eh nicht drauf einlassen, dass man da irgendwie was weil sie nicht da sitzen. Also die Migration von RC4 auf RC5 hat mich 4 Stunden gedauert für eine Basis-Skeleton. Nein, das ist nicht der Angular 2 Talk. Mir geht's um Reactive Extension, Reactive JavaScript, was auch nicht React.js oder sowas ist. Kommen wir aber gleich dazu. Wir fangen mal an mit dem Intro, was eigentlich auch im Abstract irgendwie drin sein. Wir stellen uns einfach mal vor, wir haben das Iterator-Pattern und das Observer-Pattern. Die beiden treffen sich an der Bar. Was so passiert ist, naja, sie haben sich lieb und sowas alles, und was dabei rauskommt, ist sogenannten Reactive Extensions oder als Teil davon Reactive JavaScript, RxJS. Ich würde zum Anfang einfach gerne nochmal die beiden Akteure, die ich kurz bloß angeschnitten habe, erklären oder nochmal durchgehen. Einer der Akteure, ich bin nicht direkt mit dem beteiligt, aber ich saß mit an der Bar. Das ist mein Foto, mein Handy, was man eigentlich, oder mein Avatar, was man, glaube ich, auf fast allen Accounts bei mir irgendwie sieht. Mein Name ist Maximilian Berghoff, mein Twitter-Account, mein GitHub-Account, meine Firma, wo ich arbeite, das ist in Würzburg. Wir machen PHP- und JavaScript-Applikationen, sind eigentlich ein traditioneller Dienstleister, also jetzt keine Agentur oder sowas, aber wir arbeiten in großen Projekten mit. Falls man mich noch anders erreichen möchte, meine E-Mail-Adresse. Wenn man auf meinen GitHub-Account schaut, sieht man, dass ich nicht nur JavaScript mache, sondern ziemlicher Symfony-Evangelist bin. Also ich bin auch im PHP-Bereich unterwegs und arbeite da freizeitmäßig am sogenannten Symfony CMF mit. Das ist ein Content-Management-Framework. Dazu hatte ich eigentlich auch einen Vortrag im PHP-Raum gestern. Zurück zu dem Eigentlichen, weil wir wollten ja über JavaScript halt reden. Das sogenannte Iterator-Pattern. Iterator-Pattern ist irgendwie dazu da, zum einheitlich über irgendwelche Listen, Sequenzen oder kurz gesprochen irgendwie über Arrays drüber zu iterieren und nicht bloß irgendwie mit einem For, sondern wirklich mit einem einheitlichen Interface. Ein Interface könnte irgendwie im JavaScript irgendwie so aussehen, dass ich eine Next-Funktion habe, eine Current-Funktion, eine Abfrage, habe ich was Nächstes und irgendwie nochmal was zum Zurückstellen. Also ein traditioneller Iterator ist öfters in Sprachen eigentlich fix implementiert. In PHP ist es auch implementiert, aber kaputt. Und aber wenn man es irgendwie benutzen kann, ist cool. Traversieren, darum geht es ja uns eigentlich beim Iterator-Pattern, sehe dann ungefähr so aus, ich schaue, ob es ein nächstes Element gibt und gebe es mir einfach raus und ansonsten, wenn ich am Ende rauskomme, ist vorbei. Hat in vielen Sprachkonstrukten einfach Performance-Gründe, warum man das lieber mit Iterator macht, gerade im PHP, wo viel kaputt geht oder viel Objekte zusammengebaut werden und doch mal out of memory ist. Im JavaScript ist es einfach das saubere Handling. Spielen wir mal ein Gedankenspiel durch. Wir haben eine Liste von Cocktails, die haben irgendwie Eigenschaften, Name, ID, Zutaten, Prozent. Und meine Aufgabe ist es, irgendwie ID und Name von allen Cocktails mit mehr als 5% rauszusuchen. Das wäre meine Liste. Bei der Schreibweise habe ich extra kopiert, weil ich gerne Rechtschreibfehler mache. Beim Prozent bitte nicht drauf festnageln, ich habe jetzt nicht gemessen oder getestet. Ich wollte einfach nur Zahlen drin stehen haben. Die einfachste Art und Weise, über so eine Liste drüber zu gehen, wäre halt irgendwie mit einer Vorschleife. Ich gucke, wie lang die ist und gehe halt mit einer ganz einfachen Schleife drüber und gebe mir die Sachen, die ich will. Also das ist im Prinzip das Umbauen, was ich will. Gebe ich mir ein neues Array und gebe das Array aus. Der nächst bessere Schritt wäre halt einfach mit irgendeiner For-Each-Funktion drüber zu gehen, wenn die irgendwie auf dem Array implementiert ist, auch man baut die sich. Aber am allercoolsten wäre es ja eigentlich, irgendwie funktional drüber zu gehen. Das heißt, ich baue mir einen Filter zusammen. Der Filter schmeißt alles raus, was nicht der Condition entspricht. Es entsteht ein neues Array. Also aus dem oberen Array werden die Sachen rausgenommen, die ich nicht mehr haben will. Oder andersrum, es wird ein ganz neues Array zusammengebaut. Und mit der Map-Funktion werden mehr Sachen, wird mir auch der Content oder das einzelne Item dann umgebaut. Also jeder Schritt erzeugt im Prinzip das Erzeugen eines neuen Arrays. Aber es werden die kompletten Arrays immer noch komplett durchgegangen. Das wird, ist nochmal relevant, wenn wir uns dann wirklich das Reactive, die Reactive Extensions mal anschauen.
Das Observer-Pattern. Beschreibt ja eigentlich ein Pattern, wo ich irgendwie so zwei Akteure habe. Ich habe ein beobachtetes Objekt, das Observable, und ich habe einen Beobachter, einen Observer. Der Beobachter möchte gerne informiert werden, wenn am beobachteten Objekt irgendwelche Änderungen, irgendwelche Sachen, also er subscribt sich auf irgendeinem Statusübergang. Für das Subscriben muss er natürlich irgendwie eine Art Notify-Methode hinterlegen, um auch da informiert zu werden. Zusammengefasst wäre das ungefähr, könnte man das Interface dafür so beschreiben, dass ich irgendwie auf dem Observer eine Subscribe-Methode habe. Ich habe auf dem Observer eine Notify-Methode. Das heißt, ich subscribe mich und der Observable weiß, wie er mich informieren muss, wenn irgendein Event ist oder irgendein Statusübergang oder je nachdem, was man für eine Vereinbarung dann hat mit den Objekten. Zusammengefasst könnte das denn so aussehen. Was mir noch ein bisschen wichtig ist, dass wir diesen Teil hier nicht vergessen, weil wird auch öfters mal beim Event-Handling vergessen, das Unsubscriben. Also auch wirklich wieder zu sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr auf die Informationen, ich gehe jetzt wieder raus. Tritt beim Reactive dann auch wieder auf. So, bevor wir ganz mit dem Reactive Extension anfangen, möchte ich noch mal kurz was zur Geschichte erzählen. Wer ist so alt, dass er das Bild kennt? Gut, danke. Ich hatte schon mal Vortrag, der Kant ist keiner. Ist aber so ein Fable von mir. Geschichte. Angefangen hat's mit einem Eric Meyer, Brian Beckman und Matthew Podchewicki. Schwieriger Name. Warum der letzte ist ziemlich wichtig, weil wenn man sich mal das, die Contributions auf dem RxJS-Repository anschaut, das ist die komplette Zeit und das ist seine Zeit, die er gemacht hat. Also er hat eigentlich das komplette Repository geschrieben und daran teilgehabt, schönes Wort. Wie sind Sie dazu überhaupt gekommen? Man muss dazu sagen, die drei arbeiten bei Microsoft. Bei Microsoft gibt es im Prinzip schon ein System, das nennt sich Link. Sagt jemand das was? Ich bin hier auf der falschen Konferenz. Link ist für die im Prinzip eine Art Query Language auf allen möglichen Datensets. Also die haben im Prinzip das, was wir in SQL oder so können, machen die auf jeglichen Sets, auf allen Listen, auf allen Collections, auf allen Sachen. Das geht entweder funktional oder die können wirklich eine reine Query schreiben. Und das ist Link, Language Integrated Query. Und die haben dieses Link to Events, wie sie es genannt haben, gefunden, indem sie ein Projekt hatten. Das nannte sich Volta. Das hat aber wenig mit dem Physiker zu tun, sondern das Projekt sollte Applikationen transformieren für andere Systeme. Das heißt, sie hatten halt vor, von einem Windows-System auf irgendein Unix-System eine Applikation laufen zu lassen. Das heißt, den Schritt dazwischen wollten sie als eigenes Stück Software irgendwie implementieren oder im Prinzip in Klassen implementieren, diesen Transformationsvorgang. Und dabei sind sie halt darauf gestoßen, dass wenn man irgendwie Formulare in Windows hatte und wollte die Richtung Web konvertieren oder umbauen, dass es da eine Asynchronität gibt. Bei ganz normalen Desktop-Applikationen ist es ja so, dass das alles zusammengehört, aber die Webformulare sind asynchron. Das heißt, ich muss immer irgendwie einen Request abfeuern, um die Informationen irgendwo hinzugeben und sie verhalten sich dann halt nicht so. Und was dabei im Prinzip rauskam, waren dieses Link-to-Event, wie sie es genannt haben, einfach eine Beschreibung für diesen asynchronen Statusübergang, den wir da haben. Und dadurch konnten die das im Prinzip abstrahieren. Warum war das jetzt nochmal so schwierig, würde ich gerne auch nochmal zeigen, wenn man sich nur ein einfaches Beispiel im Web anschaut, irgendwie ein Drag and Drop und einfach die Mausbewegung davon nur mal tracken. Ich muss dafür drei Eventlistener registrieren, also wenn ich es wirklich plain mache und nicht über irgendein Framework, drei Eventlistener registrieren. Der eine speichert im Prinzip die Position, wenn ich die Maus klicke, den X- und den Y-Wert und setzt nochmal irgendwie eine Variable, dass ich das auch weiß, dass ich es getan habe. Die Move-Geschichte berichtet mir im Prinzip erstmal bloß ein Delta, das ist jetzt relativ vereinfacht. Und dann muss ich bei Maus ab im Prinzip alles wieder zurücksetzen. Dann habe ich ungefähr was getan, um nur so ein Tracking von der Maus mitzunehmen. Wie gesagt, was mir noch ein bisschen wichtig ist, wieder das Removen, um sich im Prinzip von den Events wieder zu lösen. So, zurück zu den beiden Akteuren.
wie das so ist. Die haben sich getroffen und es kam irgendwann zur Hochzeit. Und von dort an hießen sie die sogenannten Reactive Extensions. Warum Extensions? Es gibt im Prinzip für jegliche Sprachkonstrukte gibt es diese Extensions. Die gibt es für Java, die gibt es für JavaScript, die gibt es für .NET, für Scala, Clojure of Swift. Lesen könnt ihr, glaube ich. Also auch noch viele mehr. Interessant ist, dass sie eigentlich alle ähnlich sind. Es gibt gerade aus dem .NET-Bereich einige Bücher und wenn man sich die Bücher mal anguckt und die Beschreibung anguckt, sieht man ein ziemlich ähnliches Interface und das macht es halt einfach so einfach, weil es ist schön, wenn man es in .NET lesen kann und im Prinzip dann auf JavaScript ummünzen kann, weil dort auch nochmal die Hintergründe beschrieben sind. Ich habe dazu in meinem Buch hinten als Link noch mit angefügt. Informationen zu den Reactive Extensions findet man unter Reactive.io. In dem GitHub-Repository oder besser gesagt in der GitHub-Organisation findet man die ganzen Einzelimplementierungen und Sachen, die es im Prinzip noch dazu gibt. Auf der Seite gibt es auch die für jegliche Sprachkonstrukte die Dokumentation und ganz viele Beispiele. Ist aber alles hier in den Slides nochmal angehangen. Worum geht es eigentlich bei den Reactive Extensions? Es geht nicht nur um irgendwelche Arrays. Ich benutze hier ziemlich viele Arrays, um das ein bisschen zu symbolisieren. Worum es eigentlich geht, sind Streams von Events. Das heißt, der Observer-Teil oder Observer-Pattern-Teil von den Reactive Extensions beinhaltet nicht das Subscriben auf ein bestimmtes Event oder auf einen bestimmten Statusübergang oder sonst was, sondern ich subscribe mich und subscribe mich auf den ganzen Stream. Natürlich haben wir im Web viele Beispiele, wo es bloß immer ein Event ist, meinetwegen ein Click-Event oder irgendeine asynchrone Request auf dem Server. Aber wenn ich mir mal nur so anschaue, es gibt Input-Fields, da kann ich im Prinzip mich auch auf meinetwegen das Key-Up oder auf das Key-Down subscriben und kriege jedes Mal den Buchstabenset aus dem Input-Field raus. Aus dem Beispiel, was wir vorhin mal hatten, das war ungefähr so, sähe das aus, mit einer For-Each-Funktion, wird mit den Reactive Extensions dann das. Sieht ein bisschen nach mehr Code aus, ich habe hier im Prinzip dieselbe Liste. Ich erzeuge mit dieser Funktion aus der Liste ein Observable-Objekt, sogenanntes Source, oder habe ich hier Source genannt. Und dann subscribe ich mich. Ich nehme die Funktion dann nochmal ein bisschen auseinander. Das, was ich hier übergebe, ist das Observer. Der Observer beinhaltet im Prinzip eine Funktion, die wird, wenn ich ihn per Hand schreibe, und next genannt. Die wird jedes Mal aufgerufen, wenn in dem Stream ein neues Event kommt, neue Information kommt. Eine Error-Callback-Funktion würde ich es mal jetzt nennen und eine Uncomplete-Funktion. Weil jeder Stream kann sich auch selber completen und nach Complete kommt nichts mehr. Auch nach Error kommt kein Event mehr. Also hier kommen im Prinzip die ganzen Informationen an, auf denen ich mich subscribe. Und das Disposal-Objekt, was hier zurückgegeben wird, ist nämlich das, warum ich vorher immer drauf rumgeritten bin, ist im Prinzip ein Objekt, um mich wieder zu unsubscriben hinterher. Also ich bekomme wirklich ein Objekt, sodass ich mich von der Subscription lösen kann. Um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich mir ein paar ASCII-Moment überlegt. Dieses ASCII-Moment gibt es auch real im Internet. Weil man, ich mach's einfach mal ran, wenn man einfach ein bisschen besser sieht, was passiert. Das ist jetzt eine relativ einfache Sache. In der oberen Zeile sehen wir im Prinzip die Zahlen, die zeitlich gesehen reinkommen. Es ist jetzt, wie gesagt, keine Eventliste, sondern es sind jetzt einfach Zahlen, die aus dem Array kommen. Und in dem unteren sehe ich, wie ich mich subscribed habe. Also jedes Mal wird auch Next aufgerufen und dann kommen die auch bei mir an. Und es wird mit Completed dann beendet. Ich habe nochmal den Observer zusammengefasst. Der Observer, habe ich ja gerade gesagt, besteht eigentlich aus diesem kompletten Konstrukt. Den kann ich auch hart zusammenbauen als eigenes Objekt. Das eigene Objekt muss dann noch ein Next, noch ein Error, noch ein Complete-Funktion haben. Sehe man dann jetzt hier. Das sind im Prinzip die Callbacks, die aufgerufen werden. Was auch noch interessant ist oder wichtig ist, dass ich meinen Stream verändern kann. Aber wenn ich ihn verändere, verändere ich nicht den Stream an sich, sondern ich erzeuge ein neues Observable-Objekt. Das nenne ich jetzt hier mal Reduced Source, was jetzt nur noch die Hälfte der Einträge von Source hat. Also es bekommt eigentlich immer nur noch die
Ist halt ein schöner Style-Fehler. Die geraden Werte kriegt die Reduced Source und auf dem kann ich mich dann subscriben. Ich kann mich aber ebenso gut auf dem originalen Source-Objekt subscriben und kriege alle Werte. Also die behindern sich im Prinzip nicht. Das können wir jetzt hier bei den ASCII-Moment nochmal sehen. Oben ist der Eingang, wie die Events reinkommen. Hier sehe ich Reduced, bloß jeder zweite kommt durch und kommt im Prinzip bei mir an. Und das interessiert im Prinzip einen Observer, der auf Source subscribed ist, dann schon nicht mehr, weil der kriegt einfach alle. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, mich auf einem Stream zu subscriben, den nach meinem Belieben zu filtern, zu mappen, die Funktion zeichne ich ja noch mal ein bisschen, und damit dann die Dinge zu tun, die ich irgendwie tun möchte. Das Observable hatte ich kurz vorhin erklärt. Das Observable-Projekt, das Observable, die Observable-Funktion, die Hauptfunktion ist im Prinzip die Subscribe-Funktion und die gibt mir ein Disposal-Objekt zurück. Und auf dem Disposal-Objekt kann ich eine Dispose-Funktion aufrufen. Das ist ähnlich zu sehen wie manche Destruktor-Funktionen von irgendwelchen Klassen. Also da kann man im Prinzip nochmal aufräumen. Innerhalb dieser Funktion kann was getan werden. Aber hauptsächlich kann ich mich damit unsubscriben. Mal schauen, dass ich nicht allzu schnell rede. Zur Erzeugung. Also kleine Beispiele haben wir jetzt schon gesehen, wie wir so ein Observable-Objekt zusammenbauen. Gut, es gibt eine einfache Methode, indem ich im Prinzip Observable Create aufrufe. Der Create-Methode muss ich im Prinzip dann eine Konstruktorfunktion übergeben. Die Konstruktorfunktion ist dann diejenige, und deswegen bringe ich auch das Beispiel, die Einzelfunktion des Observers aufruft. Die Konstruktorfunktion bekommt den Observer übergeben. Darin werden im Prinzip die ganzen On-Next-Calls gemacht. Und wenn ich fertig bin, muss ich Completed aufrufen. Wichtig, und das ist mehr eine Konvention, wenn ich die so per Hand zusammenbaue, ist, dass ich nach Completed kein On-Next mehr mache. Auch kein On-Error oder sowas, weil nach On-Completed erwartet jeder Observer, dass der Stream vorbei ist. Und genutzt wäre dann genauso, wie wir ihn hier haben, wäre genauso dasselbe Verhalten. Als Ausgabe, damit wir es mal irgendwie sehen, das, was man erwartet, ist eigentlich, dass die OnNext-Funktion wird aufgerufen, gibt die Zahl 42, die haben wir vorher gesehen, einfach bloß reingereicht, completed und ganz am Ende wird die Dispose-Funktion, weil ich mich hier im Prinzip auch unsubscribed habe, aufgerufen. Eine einfache Sache, um einen weiteren Observable zu bauen, ist die Arrange-Methode. Erzeugt jetzt auch wieder keine ganzen Events, sondern einfach bloß irgendwelche Zahlenkonstrukte zum Anzeigen. Interessanter wird es, wenn ich sage FromEvent. FromEvent versteht mehrere Event-Sachen, Event-Typen. Ich kann da auch in den Selektoren, jQuery-Selektoren oder ähnliches reinpacken und kann mich im Prinzip auf irgendwelchen Key-Ups oder Click-Events registrieren und kriege dann ein Observable, was im Prinzip darauf reagiert. Wenn es natürlich irgendwelche Einmal-Events sind, dann kriege ich auch nur einmal Informationen. Aber wie ich vorhin schon mal erzählt habe, wenn ich irgendwie ein Input-Field habe, wo ich mich auf Key-Up registriere, kriege ich jeden Tasteneinschlag daraus. Und müsste dann theoretisch filtern, damit ich nicht so viel kriege, wie dass es kaum verarbeiten kann. Das, was ich gerade erzählt habe, ist hier manifestiert. Das hätte ich gar nicht so früh erzählen müssen. Ist einfach, ich habe irgendwie ein Key-Up-Event, ich registriere mich auf dem Input-Field und kann mich im Prinzip drauf subscriben. Hier fehlt irgendwie der Rest unten runter. Nee, da ist er. Ebenso gut kann ich mich auf eine Callback-Funktion, also wirklich auf ein asynchrones Handling, drauf subscriben oder daraus ein Observable-Objekt bauen. Um auch mal ein Beispiel aus der Node.js-Anwendung zu haben. Das ist einfach eine Callback, die auf ein Dateisystem die nachschaut, ob die Datei vorhanden ist. Es ist jetzt auch wieder bloß ein Einmal-Event. Die Subscription sieht dann einfach genauso aus. Wie ich ja vorhin schon sagte, es gibt eine Menge Methoden, um dann auf den Observables zu arbeiten, weil meistens möchte man nicht den gesamten Stream irgendwie haben, sondern möchte bloß gewisse Teile haben. Das heißt, wir wollen
arbeiten damit, die hätte früher kommen können. Und da hat man sich im Prinzip nochmal, um das in Erinnerung zu rufen, an dem Link orientiert, dieses Language Integrated Query, dass man gewisse Funktionen auf diesen Collections hat, die ähnlich wie in dem Link sind. Also die Leute von .NET kommen sehr gut mit den Reactive Extensions klar und könnten das auch in JavaScript umwenden. Es gibt sogenannte Konkatenierungs- oder Kombinationsfunktionen. Das heißt, ich kann mit Konkat oder mit Merge zwei Streams zusammenführen. Die beiden Funktionen haben unterschiedliche Wirkungen. Bei Konkat werden zwei Streams, die sind hier abgeschnitten. Der eine geht halt von 1 bis 5, der nächste von 6 bis 10. Diese beiden Streams werden zusammengeführt und genau aneinander gehangen. Ja? Okay. Nicht bedacht. Ebenso gut gibt es die Merge-Funktion. Jetzt bin ich deutlich lauter, komme ich hier aus dem Lautsprecher. Die Merge-Funktion. Hat jemand eine Idee, wie der Unterschied wäre zur Concat-Funktion? Richtig. Beim Concat werden wirklich die zwei Streams aneinander gehangen und wirklich aneinander konkateniert. Und beim Merge werden einfach so, wie die Events eintreffen. Er hat schon recht, die 6 kommt zuerst, die 1, die 7, die 2, werden die Events im Prinzip weitergegeben. Es gibt sogenannte Filterfunktionen. Den Filter haben wir vorhin schon mal gesehen. Der sucht mir jetzt im Prinzip bloß alle geraden Werte raus und reduziert meinen ganzen Stream. Der Unterschied zu einem normalen Filter, wenn ich über ein Array filter, ist einfach der, dass ich dann auch wirklich weniger Werte habe oder wenn ich mit einem Filter gewisse Events rausschmeiße, dann sind die raus. Bei einem Filter auf einer Array-Funktion, also wirklich in Array-Funktion, wird grundsätzlich immer das gesamte Array durchgegangen und überprüft jeder Eintrag. Hier ist es wirklich so, es kommt ein Event rein mit der Zahl 1 als Inhalt, der geht nicht weiter. Hätte ich jetzt ein Array aus den Zahlen, würde ich über die kompletten Zahlenraum drüber loopen. Bei den Events ist es einfach so, der wird, so wie er zeitlich kommt, geblockt. Und die 2, die passt jetzt hier rein, die ist jetzt bloß leider verschoben, die rutscht dann im Prinzip weiter in dem Stream. Das hat einen ganz schönen Performance-Unterschied, weil ich nie über die gesamten Listen irgendwie immer drüber iterieren muss, sondern die mir anders zusammenbauen kann. Zusammenbauen ist genau das richtige Wort. Wenn ich nämlich die Werte verändern will, brauche ich Projektionen. Wir kommen mal wieder zurück zu unserer Cocktailliste. Bei unserer Cocktailliste wollten wir ja, jetzt habe ich hier bloß noch die ID drin, die ID raussuchen. Das kann natürlich damit auch gemacht werden. Es gibt auch hier eine Map-Funktion. Eine Map-Funktion verändert im Prinzip den Eintrag, der als Stream durchrutscht. Und wenn ich mich hier drauf subscribe, kriege ich im Prinzip bloß die IDs zurück. Also das ist ein ähnlicher Anwendungsfall, wie wir davon hatten. Der Output sähe dann einfach so aus. Es gibt noch ein ganz interessantes Konstrukt, das nennt sich FlatMap. Mit FlatMap kann ich anders wie bei Concat und bei Merge Streams oder ja genau Observables ineinander mergen. Nämlich, dann mache ich sie im Prinzip flach, anstatt sie zu mergen. Ich erzeuge in der FlatMap-Funktion eigene Observables oder kriege die im Prinzip irgendwo her. Und kann die ineinander einbauen. Hat jemand eine Idee, was hierbei jetzt rauskommt? Also in der Konsolenausgabe? Vielleicht mal zur Hilfe, in den beiden Observables werden zwei Ranges aufgebaut. Einer geht bei 1 los und 2 Stellen, einer geht bei 2 los und 2 Stellen. Weil ich oben 1 und 2 reingebe. Jemand eine Idee? Vorschlag? So viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es nicht. 1, 2, 2, 3. Weil die werden jetzt schon aneinander. Das ist der erste Stream, den man zusammengebaut hat. Der ist halt 2 Stellen lang. Und der zweite fängt bei 2 an und geht auch wieder 2 Stellen und wird zusammen gemerged. Noch mehr? Es gibt eine Menge in der Dokumentation, die sind alle im Prinzip aufgeführt. Ich zeige euch naja gleich, weil ich sowieso ziemlich, naja, geht von der Zeit. Es gibt eine Seite, die nennt sich Rx Unmarbles.
Da kann man im Prinzip die gesamten Funktionsraum, den es, oder die ganzen Funktionen, die es auf den Listen, auf Serverbits gibt, einfach mal sich bildlich darstellen, wie ich sie hier gerade als ASCII-Code dargestellt habe, kann ich sie da wirklich mit Murmeln bewegen, kann hin und her schalten, kriege nochmal ein bisschen Informationen, die sind in den Slides verlinkt. Was ist mit unseren guten Promises? Die Promises haben uns ja vor ein paar Jahren mal versprochen, die asynchrone Hölle zu erlösen oder uns aus der asynchronen Hölle zu erlösen. Haben, glaube ich, auch einen ziemlich guten Arbeit geleistet. Das Problem bei den Promises sind, sie sind Single Values. Also das, ich kann mich nicht, das ist kein einzelner Stream. Ich kann bloß einen HTTP-Request abfeuern und kriege halt entweder eine positive oder eine negative Antwort, also resolved oder rejected. Ich kann das auch nicht wieder abbrechen. Ich kann mich nicht davon subscriben. Das Ding, was ich damit auslöse, asynchron, das passiert einfach. Das ist halt auch dann der Unterschied. Es gibt aber Methoden, um aus Promises Observable zu machen, einfach um in seiner Applikation dann eine einheitliche Infrastruktur zu machen. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich gerne zu Angular gegangen wäre. Bei Angular passiert das. Bei Angular haben sie die HTTP-Requests und alles, was irgendwie Promises in Angular 1 war, inzwischen in Observables gekapselt. Fühlt sich gut an, lässt sich auch gut testen, finde ich. Also einfacher testen, als irgendwie mit Promises irgendwas wegzumocken, also weil ich bloß irgendwie ein Observable-Objekt als Mock basteln muss und mein Next irgendwie aufrufen, ist sehr interessant und schön, dass man es auch mal dann auch in Realität dann so sieht. Also das wäre der einfachste Einstieg, sich mal in Angular so ein HTTP-Request mit dem HTTP-Modul zu machen, da sieht man den ersten Observable mal so richtig lebend. Was noch interessant wäre, wären diese Array-Operatoren entgegen den Rx-Operatoren. Ein Teil davon habe ich ja schon mal zwischendurch gesagt. Bei den Array-Operatoren wird grundsätzlich die komplette Liste durchgegangen. Es geht auf jeden Eintrag, also auf jeden Eintrag wird das Map und das Reduce und Filter und da gibt es im Prinzip auch die Funktion oder die kann ich mir im Prinzip bauen, aufgerufen. Ja, das habe ich zwischendurch, glaube ich, schon erzählt. Bei Rx-Operatoren ist halt so, dass jedes einzelne Event, wie es zeitlich kommt, dann bei einem Filter stoppt oder weitergeht, bei einer Map-Funktion dann verarbeitet wird. Sachen, die durch einen Filter durchkommen und hinterher ein Map haben, werden da verarbeitet. Sachen, die nicht durchkommen, müssen halt nicht nochmal irgendwie drüber geloopt werden. Gut, dann habe ich noch ein praktisches Beispiel angefangen. Das zeige ich euch gleich nochmal auf JS Fiddle. Das ist das Input-Field, wovon ich die ganze Zeit schon immer rede. Ich habe mir einfach eine Liste angefangen, wo ich ein Result-Set bauen will. Ziel von dieser Beispielapplikation ist es einfach, ein Input-Field zu haben, wo ich ab 3 Tastenschlägen die API von Wikipedia anpinge und mir das nach dem Titel suche. Und die Ergebnisset, die ich von Wikipedia bekomme, hier einfach schnell ausgeben. Dafür baue ich irgendwie die Selektoren, also wie gesagt, es geht mit jQuery, ich registriere auf dem Key-Up wiederum. Ich baue mir aus dem Event ein Observable, die Suggestion. Diese Funktion ist eigentlich ganz cool hier, da kann ich nämlich anstelle, dass ich sage, ich kriege jetzt hier das Event, ich gehe auf den Eintrag Target, ich gehe auf den Eintrag Value, was ja im Prinzip der Wert ist, an den ich ran will, das gibt es eine Plug-Funktion, die geht im Prinzip den Property-Baum runter. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein XPath. Ich habe eine Filterfunktion, dass ich erst ab größer 2, also ab 3 Buchstaben überhaupt was bekomme, um das sich ein bisschen realer anfühlen zu lassen, damit das nicht so ruckelt, ist im Prinzip ein Debounce noch drin. Und das sind im Prinzip einzelne Funktionen, die nochmal mein Ergebnis nicht filtern, aber im Prinzip nochmal ein bisschen ausbremsen. Und dann mache ich den Ajax-Request. Beim Ajax-Request baue ich mir, das ist auch wieder so eine spezielle Funktion, die kriegt ein Promise zurück und aus dem Promise wird dann wiederum ein Event gebaut. Der Ajax-Request ist einfach über jQuery. Ich gehe auf Wikipedia, gib die Werte an, die ich brauche. Dieser Term-Eintrag ist im Prinzip das, alles, was von oben nach unten durchgerutscht ist, also was größer als 3 Buchstaben hat, was sich auch nicht mehr wieder verändert hat jetzt nochmal. Und dann
rufe ich meinen Observer auf oder übergebe ich meinen Observer. Das Uncompleted habe ich jetzt hier aus Platzgründen weggelassen. Das kann ich machen, wenn ich gar nicht darauf reagieren will. Wenn alles positiv ist, also on next, nehme ich einfach die Einträge, die ich bekomme, und packe die in meine Liste mit rein als LEs. Wenn nicht, muss ich einen Fehler ausgeben. Den Fehler habe ich zurzeit eh nicht implementiert. Außer ich habe jetzt kein Internet, dann sehen wir den Fehler auch. Das heißt, wir gehen mal schnell. Nein, das war das Falsche. So. Das sind übrigens die Murmeln. Alle Funktionen kann man sich irgendwie aussuchen und kann im Prinzip sich das so ein bisschen zusammenschieben und mal verbildlichen, was überhaupt dabei passiert. Das ist mein praktisches Beispiel, wo ich angefangen habe. Das ist der Code, wie er komplett zusammen runtergeschrieben ist. Das Einzige, was ich dafür brauchte, sieht man jetzt hier nicht ganz, sind die AX-Extensions. Die habe ich von irgendeinem CDN runtergeladen und jQuery, weil ich zu faul war, den DOM-Eintrag mir selber irgendwie rauszusuchen. Und dann funktioniert im Prinzip das Beispiel schon mit dem bisschen HTML-Code. Hier drüben ist mein Formular. Und ich fange an, mich zu vertippen. Ihr seht, das ist im Prinzip ab ihr seht, dass es im Prinzip ab 3 Buchstaben anfängt zu tippen, und wenn ich im Prinzip wieder neu anfange zu tippen, schränkt das im Prinzip die Suche einfach nochmal ein. Jetzt kriege ich im Prinzip alles Michael J. und irgendwann ist hier auch mein Michael Jackson dabei. Und das ist mit dem bisschen Code im Prinzip dann schon drauf implementiert. Und auf diesem Observable-Objekt, anstelle hier unten gleich zu subscriben, kann ich natürlich das irgendwie erstmal irgendwo ablegen und verschiedene Applikationsteile damit bespeisen oder bespaßen, sagen wir mal so, oder zwischendrin sogar schon, je nachdem, was ich davon brauche, von dem Beispiel. Das müsste von der API sein, oder ich habe es, glaube ich, hier nirgendwo ausgeschnitten. Ich habe mir den Request jetzt gerade gar nicht auch angeguckt. Kann API sein, aber beschränkt habe ich es jetzt erstmal nicht. Müsste API sein. Weil, naja, lassen wir es. Gut. War schon gut mit den Fragen, weil Fragen wären jetzt da oder auf Twitter oder per Mail. Wir hätten jetzt noch 10 Minuten Zeit für Fragen. Ich weiß nicht, wie sensibel das Mikro ist. Wenn jemand Fragen hatte, werde ich das wahrscheinlich wiederholen dürfen. Wollen. Gibt es Fragen? Beispiel. Ja. Das ist, glaube ich, das mit dem Distinct Until. Da wird im Prinzip das rausgefiltert, dass im Prinzip das letzte valide, also wenn die übereinandertreffen, wird das letzte richtige genommen oder das letzte Event, was eingetroffen ist. Also da gibt es verschiedene Funktionen, um im Prinzip gerade dieses Latest, also Map Latest, oder da gibt es auch ein First im Prinzip, dass du, wenn du mehrere Events hast, dass du dir das letzte oder im Prinzip nur ein Teil, das kannst du auch slicen, davon rausnimmst. Und einer von denen war auch dafür zuständig, dass du nicht jedes Mal den Request bei einmal hin und her switchen, also wenn du vor allem einen T hinmachst und wieder wegmachst, dass das derselbe Zustand eigentlich ist wie kurz vorher, weil du dich bloß kurz vertippt hast. Das ist eine der Funktionen, die du auf dem Observable anwenden kannst. Da gibt es eine Menge Funktionen. Ich bekomme hier einen React-JS, verwende da noch den Flux. Wäre das eigentlich auch irgendwo ein Ersatz für Flux im React? Ich muss zugeben, ich habe in Flux und React.js noch nicht reingeschaut. Ich bin bisher bloß in Angular wirklich unterwegs gewesen. Ja, und da habe ich dann auch, ich hab eine Action, subscribe ich drauf, und dann drehe ich immer so meine Runden mit den ganzen Events feuern und subscriben. Aber da löst du selber irgendwo Events aus, so ähnlich wie ich es von Backbone kenne. Du hast keine Browser-Events in dem Sinne. Ja.
Da, der Anwendungsfall für sowas ist ja sowieso, wenn man schon eine eventgetriebene Architektur hat oder eine eventgetriebene Architektur in seiner Applikation anstrebt, dann macht das natürlich Sinn, sowas zu nehmen, weil ich dann auch mit Events arbeiten kann komplett. Es entkoppelt mir ja ziemlich viele Sachen. Da, wo ich vorher irgendwelche Callback-Funktionen nach unten weiter durchgereicht habe, kann ich das ziemlich stark entkoppeln und übergib an den Stellen, wo ich es brauche, in den Services, einfach bloß irgendwie dieses Observable-Objekt und dann kann jeder Service damit machen, was er damit machen möchte und kriegt dann auch die Informationen, die er darauf machen will. Ich kann das auch für meine eigene Event-Architektur machen, indem ich das Observable selber mache und nicht auf irgendein Event draufhänge, sondern dann pushe ich halt die Lifecycle-Events von irgendwelchen Sachen mit rein. Also die Frage, weil ich die, glaube ich, für die Kamera wiederholen soll, das habe ich vergessen, war, wofür es eigentlich geeignet ist und Ausschlüsse. Ausschließen würde ich es für irgendwelche so JavaScript-Snippets irgendwie, wo ich halt bloß so mal, ob das das Schönste ist, aber wo ich auf irgendwelchen in irgendwelchen HTML-Templates mal so ein Mini-JavaScript mache, um irgendwelche Sachen zu drehen oder sonst was, auch wenn da mal irgendwie doch ein Request da drin ist. Aber wenn ich eine komplette Applikation schreibe und die anfange vielleicht sogar zu schreiben, dann macht es auf jeden Fall Sinn, mal darüber nachzudenken, ob ich meine Architektur in Richtung eventgetrieben umbaue, weil auch wenn man jetzt mit Angular anfängt, da ist es sowieso drinne. Und das heißt, da würde ich es auch für andere Events dann benutzen oder wenn ich selber was baue. Weil wie gesagt, ich habe jetzt in den letzten Wochen damit auch praktisch was gemacht und die Tests schreiben sich schön. Also mit Promises habe ich mir deutlich mehr einen Arsch aufgerissen, um irgendwelche Objekte mir zusammenzubauen, die das tun, was ich will, in dem Moment, wenn ich was so viel Informationen wegmocken will. Das ging hier ganz einfach. Das ist universeller, weil du es einfach, die Promises kannst du da auch mit unterbauen. Du kannst theoretisch, auch wenn du das irgendwo brauchst, wiederum ein Promise-Objekt zurückgeben. Das geht aber auch nur, wenn du ein Event-System hast, weil ein Promise ist ja wirklich auch nur ein Event. Also wenn du irgendeinen Stream hast, das kriegst du, es gibt eine To-Promise-Funktion, die gibt dir ein Promise zurück, die funktioniert aber nicht auf dem Stream. Sondern wirklich, wenn du bloß ein Event hast, wie meinetwegen HTTP-Request oder sowas. Ansonsten noch mal, dass wir das mal einen Test dafür zeigen. Ja, ich muss bloß gucken, wo ich meinen. Das ich sehe hier natürlich nichts. Warte mal. Ich muss mal hoffen, dass er das tut, was ich denke, was er tut. Ja, weil da oben ist meine Leiste, wo ich gerade mein Programm aufgemacht habe, die ich jetzt nicht sehe. Ich muss bloß gucken, was jetzt hier gerade für ein Projekt ist. Das sind bloß meine Slides. Das ist nicht schlimm. Und dann habe ich für meine Frau angefangen, eine App zu schreiben. Da sieht man, dass ich eigentlich hauptberuflich PHP-Entwickler bin, weil das ist der PHP-Storm und nicht der Webstorm. Wo habe ich denn hier eingebaut? Da sind die Tests. Das ist doch gar nicht das, wo ich hin will. Ich bin immer noch im falschen. Da wollte ich hin. Ich muss jetzt ganz kurz überlegen, wo ich es eingebaut habe. Da. Nicht. Da nicht. Ihr seht jetzt mal so halb mein. Irgendwo hatte ich auf jeden Fall letzte Woche erst noch. Also ich schreibe gerne Unit-Tests mit Jasmine und hatte mir da eigentlich, Mensch, da war ich schon. Beim Routing habe ich definitiv. Ah, da habe ich definitiv einen HTTP-Request drin gehabt. Da das Mocking mit Jasmine und Angular 2 noch nicht ganz so richtig funktioniert, weil wenn man Jasmine-Objekt in das Mocking-System von Angular 2 mit reingibt, dann funktioniert das noch nicht und wird von dem Provider nicht erkannt, habe ich mir einfach so ein Mocking-Objekt gebaut. Also gar nicht per Jasmine gebaut, sondern wirklich gebaut. Das HTTP-Request, die,
Das HTTP-Modul hat eine GET-Funktion. Die GET-Funktion habe ich jetzt überschrieben. Ich habe hier, wie ich es euch vorhin gezeigt habe, das ist TypeScript, ein Observable gebaut. In dem Observable habe ich, genau, kriege ich, das liegt jetzt an dem Interface, wie es durch TypeScript und im Prinzip dann wirklich definiert ist, kriege ich den Observer reingereicht und rufe das on next auf. On next. Und hier sind im Prinzip ein paar Sachen, die ich mir vorbereite. Was ich in der Funktion eigentlich mache, ist, ich gehe hier irgendwie, es soll mal, wenn es mal fertig ist, eine schöne HateOS-Maschine werden. Das heißt, ich suche mir aus meinem Request meine ganzen Links raus. Und deswegen mocke ich mir jetzt das mal als Beispiel Response zusammen und habe die Links drin. Und das hier oben habe ich euch ja im Prinzip vorhin gezeigt, wie man Observable zusammenbaut. Und das nennt man im Prinzip ein Code Observable. Das ist, reicht für Testzwecke eigentlich aus. Und falls das drüben nicht gezeigt wurde, so funktioniert die Dependency Injection in Tests für Angular 2. Ich definiere mir Provider und hier gibt es so eine Providers API, so, wo ich mir im Prinzip Mock-Objekte reinmachen kann. Ansonsten, wenn ich ein reguläres Objekt habe, was ich irgendwo testen möchte, nehme ich das regulär und hier kommt mein Mock-Objekt rein anstelle von dem HTTP-Objekt. Das war auch ein Krampf, das noch zu finden, weil das Testing-Dokumentation ist noch lange nicht fertig bei Angular 2. Weitere Fragen? Ansonsten habe ich hier für euch, ich stelle das nachher nochmal online, die ganzen Links zusammengesammelt. Wenn man auf dem Weg, wenn man da reinschaut, sollte man sich auf jeden Fall auch nochmal CycleJS oder Bacon.js anschauen. Das ist das Buch, wovon ich gesprochen habe. Da steckt halt der Link dahinter, den kann man klicken, wenn man das. Das ist halt komplett für .NET geschrieben, aber .NET, wenn man da mal wirklich reinschaut, ist nicht sehr weit von TypeScript oder ähnlichem. Also es liest sich eigentlich ganz gut und man versteht's. Ja, es gibt ein paar Videotutorials, die auch frei sind und ansonsten fast Punktlandung 14. Danke.